Hallo. Apofin ist wieder hier. Ich hab gedacht, ich nehme jetzt mal wieder auf. Achso, ich muss neu da durchfahren. Ja. Ich nehme gerade auf und. Ja, musste mal wieder sein. Weil. Ich hab so lange schon nicht mehr gespielt und. Ich wollte auch unbedingt mal wieder spielen. Da treibt jemand. Und jetzt rette ich dich. Ja, entschuldigt, es ist ein wenig früh, also 7:45 morgens. Und das ist nicht Samstag, es ist Freitag oder so. Und ja, ich. Jetzt denkt ihr wieder, ja, der ist voll der Suchti und der spielt ihn den ganzen Tag, aber nein. Zudem habe ich jetzt eine Freistunde. Und ihr dürft es nicht so sehen, dass ich für mich spiele. Ich spiele ja für euch. Ihr möchtet ja dieses Spiel sehen. Also so gesehen mache ich das nicht für mich, sondern für euch. Denkt mal drüber nach. Nein. Aber es ist alles in Ordnung. So. Ich finde das cool, wenn die singen. So, jetzt geht's rüber. Warte, ich möchte mal sehen, wie ich das mit diesen Viechern mache. So. Ach so. Das lief ja super. Wow. Ich muss schon sagen, es war echt der Burner unter den Joghurt und so. Nö, bevor ich die Quest mache, mache ich erst die Insel erkunden. Mache ich erst die Insel erkunden. Nicht da hoch. Erstmal ein bisschen erkunden. Ist das der Baum hier? Ja, fast so. Ja, genau. Genau, geh einfach zwischendurch. Geh einfach zwischendurch. Warum kann ich nicht synchronisieren? Ah! Da ist ein spanisches Schiff, genau. So, und ich sehe eine Truhe. Ah. Erstmal plündern. Zack. Es ist, glaube ich, am sinnvollsten, erstmal was davon mitzunehmen. Weil braucht man ja, glaube ich, alles später für neues Halfter. Ne, heißt gar nicht so. Das für die Pistolen. Oh, wie heißt denn das? Doch, heißt ein Halfter, oder? Naja. So. Dann gehe ich da hinten jetzt nochmal eine Kiste holen. Das Viech rennt gleich weg. Also ich muss sagen, hier gibt es ja viel zu holen, ne?
Wer lässt diese Kisten bitte auf offenem Land liegen? Egal. Bitte. Nein. Nee. Hä? Was war das denn? Egal. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Jedenfalls sah es merkwürdig aus. Und jetzt, Kameraden, was läuft? Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei. Und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Tempel... Er immer mit dem Observatorium. Er möchte dauernd dieses Observatorium. Nicht das Gewäsch schon wieder. Das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Blaue Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Er lässt mit diesem Observatorium echt nicht locker. Naja, so, jetzt bin ich wieder. Hast sie den Spanien stibitzt, nicht wahr? Inmitten eines Hurricanes. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? 1000 Mann. Ich schätze, real im Wert von Millionen von Pfund. Der Teufel liegt in Hurricane. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir werden. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Piraten. Komischerweise kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen zu uns in den Weg stehen. Ah, jetzt sind sie durch mit Reden. Ja. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Gut, dann lass uns. Dann lass sie doch. Fernrohr. Fernrohr. Q? Nee. E? Ah. Ganz vorsichtig. Man weiß nie, was man darin findet. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Ach, dort liegt ein Zettel. Also durch das Fernrohr sehe ich irgendwie... Gar nichts. Hier scheint näher zu kommen, Captain. Ich sehe da gar nichts. Aber da das der größte Feind ist, ist sie das scheinbar, oder? Boah! Kippt nicht um. Ohne. Stufe 4. Den brauche ich aber nicht. Kanonenboot Stufe 1. Warum muss es so stürmisch sein? Ah. Boah, wie soll ich das hier machen? Erstmal glaube ich aus. Rauchen auch, halten wir nicht lange durch.
Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn Zeit günstig ist. Schutze der Dunkel. Also, sie wird es kommen. Das heißt also... Achso, ich muss ja noch folgen. Wow, da krieg ich mir aber gerade an der Kante. Alle aus der Großkraft! Großhebel, hol die Marschhebel ein! Das wird ja interessant. Segel setzen! Alle Segel setzen und starten fest! Eine Sichtweite hat. Einhol! Einhol! Stark festziehen in den Wind! Oh, wie soll ich das denn machen? Soll ich dieses Schiff denn bitte verfolgen? Ohne dass die anderen. Nein. Ah ne, ich. Hab ich die Piratenflagge auf? Oder? Kniesegel halten! Los geht's! Los, ihr Faulpelze, an die Schotten! Dieses Schiff, ja. Wiederholen und Aufgaben sind uns rimmen. Alle Segel reffen. Gib mir etwas warm. Wow. Alle Segel. Fuck, 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 fuck. Gut, sie sehen mich nicht mehr. So. Oh, ich fahre so ganz knapp an der Markierung. Das macht mich. Das hat schon einen gewissen Nervenkitzel. Vor allem, weil ich das nicht alles normal machen möchte. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Genau. Jetzt erstmal mit halbem Segel. Einholen und aufgeilen! Was für mich jeden fetten Stoff in den Wind! Reißt Segel an die Schotten! Man musste die auch beidrehen. Und rum, 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 rum und Whisky, hahaha. Ja, der ist schlecht. Wie lange muss ich die eigentlich verfolgen? Alter, das dauert ja ewig. Also ich muss sagen, es ist schon schwierig. Ach gut, der dreht. Oh, und wie soll ich dieses Schiff eigentlich kapern? Das ist ja ein Riesenteil. Das muss ja schief gehen. Das geht ja gar nicht. Also das ist Dreimaster und wie soll ich da denn gegen ankommen? Ja, im entscheidenden Kampf werde ich sehr wahrscheinlich auch 3-4 Mal zerstört werden. Also. Aber immerhin, hier sind keine anderen Spanier.